Servus und willkommen, meine Friends. Willkommen bei Pokémon. Blattgrün, genau. Entschuldigung. Ich war gerade noch im Final Fantasy aufnehmen. Jetzt rendert das gerade bei Arc Showbiz, bevor ich weitermachen kann. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier das Rocket-Quartier ein bisschen auseinandergenommen. Beziehungsweise es hat uns ein bisschen auseinandergenommen. Wir werden jetzt hier erstmal alle Items sammeln, bevor wir weiter Verhöhner-Items, okay, bevor wir weitergehen im Story-Verlauf. So. Und da lang geht's zum nächsten Item, genau. Super Trank. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Okay. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Das ist eine gute Frage. Stelle ich mir gerade. Ja. Hat sich erledigt, die Frage. Tempo. Eigentlich ein kaum wertvolles Item. Und ich bin ein Vollidiot und habe meinen Timer vergessen zu stellen. So, jetzt läuft der. Ab jetzt machen wir einfach mal 13 Minuten. Heute bin ich gemein. Eiskalt, mach mal 13 Minuten daraus. Ich nehme nämlich gerade auf für die nächsten Wochen. Also nehmt mir das jetzt nicht übel. Nein, das war genau. Oh, doch, wobei, das war ganz gut. Okay, dann haben wir es sogar gleich geschafft, auf dem Anhieb. Gar nicht mal so schlecht. Oh, die Maus, die muss jetzt nicht unbedingt im Bildschirm sein. So, dann sind wir jetzt mal hier. Na komm her, Rocket Ripple. Was willst du überhaupt hier? Hier, schön in dein Gesicht klatschen, alles. So viel wie geht. Eine Herausforderung, Team Rocket Ripple. Radfratz, das ist natürlich das Pass unserem Rasen ziemlich gut, weil er macht einfach einen Karatschlag und zack in dein Gesicht, ne? Damit hat dich der Raser rasant zerlegt. Beim Radikal bringt nochmal schön Erfahrungspunkte. Das ist natürlich ideal, muss man schon sagen, ideal für unser Raser. Dass er solche Leute hat, die er dann komplett auseinandernehmen kann, ohne sich groß anzustrengen. Und ein Radikal bringt nicht schlecht Erfahrung, das muss man schon sagen. Als nächstes wird noch ein Radikal eingesetzt. Haben wir nicht noch irgendwas, was gut damit levelt? Ach, mach mal einfach den da. Komm. Sind wir so. Schicken wir unseren Fackel da rein. Der muss jetzt auch nochmal 31 werden. Schön und gut. Es wird vielleicht nicht ganz reichen, nee. Aber über die Hälfte, und das ist mir wichtig. Und das macht es dann auch fertig, man. Unsere Blutattacke Nummer 2. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, es hat mein episches, ultimatives 5 Jahre dauerndes Turnier angefangen. Nee, Quatsch, 5 Jahre dauert es nicht, aber bestimmt 3-4 Monate wird es dauern, das Let's Play. Ich werde versuchen, so regelmäßig wie möglich, das kann nicht funktionieren, aufzunehmen und hochzuladen. Jeden Tag versuche ich es, wie gesagt. Ab und zu wird es vielleicht nicht hinhauen, aufgrund von Prüfungen. Ne, also, die werde ich schon im Vordergrund stellen. Alarm, Eindringlinge, ich habe vergessen, Prüfungen zu forschen, scheiße. Naja, wie dem auch sei. Ah, da werden wir gleich mal unser Link rausholen. Link macht das schon. Link hat auch Ahnung davon. Und zwar mit seinem Komprimator. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, dass ich immer denke, dass es ein Komprimator ist. Keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. So, dann mal den ersten Besuch.
Smogon sein. Hab ich auch nichts dagegen. Smogon mach ich auch platt. Was das Schönste an diesen beiden Projekten ist, meine Bambusleitung wird es recht gut vertragen können für die Druckladung. Da Harzfluss dann von allen mehr als das Höchste, was ich glaube hatte, war mal 300 Megabyte pro Pokémon. Und bei Final Fantasy könnte es jetzt ein bisschen mehr werden, weil der letzte Part, den ich aufgenommen habe, vor diesem hier ist über eine halbe Stunde lang gewesen, weil ich vergessen habe, meinen Timer zu stellen und irgendwann einfach meinen Cut gesetzt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte und aufs Klo gegangen bin. Von daher, irgendwas war doch hier, sonst hätte ich doch nicht kämpfen müssen mit dem, oder? Kann man den Aufzug benutzen? Hier braucht man einen Öffner. Tatsache, brauche ich also einen Öffner. Bekomme ich denn hier? Okay, ich packe aus. Benutze den Aufzug zum Bus. Zum Boss. Silfscope, ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Okay, der eine hat uns erzählt, dass wir... sind wir umsonst hier, oder was? Das heißt, wir müssen erstmal hier den Aufzugöffner holen. Na gut. Kämpfen wir uns durch. Wir hörten schon, dass du im Arsch bist. Ja, das ist schön, aber ich möchte trotzdem nicht reichen, um dich zu besiegen. Dafür... weil einfach meine Pokémon sind einfach zu mächtig. Das ist natürlich ideal für unser Link. Also, toll, was da für Pokémon zur Zeit anpflanzen für unseren Link. Einfach ein... mal vorne nochmal, hat unser Link auch ein Level up und dann können wir es direkt austauschen. Als nächstes setzen wir mal... Karton. Du ein Glück. Dann macht ein Geo-Wolf mit uns. Ein Arschloch. Ein Arschloch. 21 KP. So, das macht tatsächlich nur so viel Schaden, wie man Level hat. Er ist natürlich ein bisschen bitter. Aber egal, unserem Ding ist es wurscht. Level up erreicht. Erinnerung in 10, 4 Stunden. Entschuldigung. Avira hat was gebraucht. Tut mir leid. Ich hoffe, das hat er mir nicht reingenommen. Und wenn doch, tut mir das trotzdem leid. Nee, Poppy kann schon mal unser Commander hoch. Frustration. Ja, ich bin tatsächlich frustriert von den Sachen hier. Ich mein Kampf hier. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Sonnenbomben. Wir haben ja hier nur noch Sonnenbomben. So, was? Komm. So, genau. Hier haben wir sonst noch was? Irgendwas hier? Nö, höchstens ein Kampf noch. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheit mal drauf. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin zu neugierig dafür. Tut mir leid. That's my personality, bitch. So, Level 20. Einfach verbrennen lassen mit der Glut. Hoffe ich. Hat gereicht. Verratplatz ist noch recht schwach. Radikal würde nicht mehr reichen. Nee, kann ich euch jetzt beweisen. Ich benutze jetzt wieder Glut, aber nicht mit Radikal überleben. Außerdem hat man einen Volltreffer. Aber ihr seht den kleinen Unterschied. Ja, klein ist ja auch nicht der Unterschied. Ist schon dezent groß. Mindestens um die Hälfte mehr überlebt. Ein Traumatum. Das ist ja traumatisierend. Mach einfach hier dann. Zack. Chabunda. Jetzt brennt der physische Angriff und werden schwächer. Ich glaube, ich war die Folge davon. Ich hab's aber nicht mehr im Kopf, aber jetzt wird er sicher sterben. Und unser Level Up könnte, wenn wir viel Glück haben. Statt. Nein, wir haben nichts. Uff, ich bin am Boden. Ja, ich bin am Boden. So. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du ganz anders. Das ist der Türöffner. Der Lift, oder? Schatten. Das ist nicht mal das. Jetzt kommen, Leute. Wir brauchen doch nur den Lift, also es ist so schwer. Brennt ja top Adam. Okay. Ah, der gibt uns aber jetzt den Öffner, oder?
Übernahme. Der muss ihn uns jetzt geben, sonst habe ich keine Ahnung, wo es ist. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Ja, der gibt sonst den Liftöffner. Alles Gleiche. Smogon. Eigentlich fast schon eine tolle Sache für Pikachu. Lass mal Pikachu machen. Den Donnerblitz und beide teilen sich die EPs. Und alles ist super duper. Ja, Statik. Statik. Mal was davon gehört. So, Donnerblitz, Thunder. Und das muss das gewesen sein. Genau. Level 31 und so Kacke. Und super, ach, das ist ja ideal. Der spielt uns echt in die Hände. Die Karten meine ich in die Hände. Idealerweise. Zack. Und das war's. Aber unser Pikachu hat noch einiges an der Key. Oh nein. Das denke ich mir nämlich auch gerade. Ich habe den Lift einfach verloren. Na, wo mag der denn bloß sein? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es vielleicht? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo der Liftöffner ist. Ich brauche den Lift. Achso, den habe ich in der Tasche. Oh. Also ist nicht ganz blöd gelaufen für ihn, da wir den Liftöffner jetzt in der Tasche haben. Versteht ihr, was ich meine? In der Tasche. Ich hab mir fast in die Zähne gesnippert. So. 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 Und so. Genau. So. Und so. Und wir haben die Pokémon nicht getauscht, oder? Was hast du hier verloren? Sag mir bitte, dass ich die Pokémon getauscht habe. Bitte, 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 bitte. Ja. Scheiße. Ach doch, hat das. Ich dachte, das hat keine Pokémon. Hätte ich geweint, muss ich ehrlich sagen. Pokémon vergibt es nicht. Glück. Glück für dich. Nicht für mich. So, Pikachu, du brauchst noch ein bisschen Wasser mit PC, sehe ich gerade. Aber das ist alles kein Problem, was ein Donnerblitz in den Smogon tot. Hoffe ich für ihn, sonst muss ich nochmal einen Donnerblitz nehmen. Das passt schon. Schwache Pokémon bis jetzt. Aber Level 31 ist nicht mehr fair. Level 31 ist... Was war das gerade? Ist nicht mehr fair. Ich werde unserem Pikachu einfach mal vorsichtshalber einen Trank geben. Fackel. Ja, mach mal einfach auch Fackel ein. Und dann hat sich's eh erledigt. Das Metal muss ich jetzt nicht unbedingt krank geben. Geht's da zu Giovanni schon oder was? Ah ne, hier sind wir schon. Ach, hier waren wir schon oder was? Da war ich auch. Aha. Okay. Ah, okay. Hier war ich auch. Na gut, wenn das so ist, wenn wir hier schon überall waren. Aber ein Ding muss es doch noch geben, oder? Ja, wir waren auf einem Stockwerk auf jeden Fall. Hier. Da waren wir noch nicht genau. Hier haben wir auch ein paar Gegner. Hier haben wir erstmal ein Item, und zwar das Calcium. So. Aber bevor es weitergeht, meine kleinen Kumpel, Kompagnons und Kompaninnen, mache ich hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.